Ja, was sind meine Augen denn da? Geheime Relikte. Ich dachte mir mal, wir machen mal eine kurze Pause vom Armageddon und gucken uns einige geheime Relikte an. Die schaltet man frei, indem man bestimmte Sachen wacht, zum Beispiel den uralten Meteorit, wenn man mit dem normalen Meteoriten ein Game gewinnt. So, dann wird nämlich nicht mal jeder getroffene Pack, nicht mal jeder dritte Pack Explosionskraft freisetzen, sondern jeder. So, und zum Beispiel auch das alte Fließ, was einfach komplett broken ist, wenn wir 5-6 Crits treffen. Jetzt haben wir aber noch so ein Salzbowl. Wir haben noch das hier und wir haben noch das hier. Die kann man unter anderem freischalten, das hier und das hier, indem wir mit diesem Spiel ein Ding ein Spiel gewinnen. Die verzückte Abkürzung, das Brett erhält 2 zusätzliche Crit, aber wenn du sie triffst, fallen deine Orbs senkrecht nach unten. Das ist doof. Und weil wir es lustiger haben wollten, habe ich gesagt, komm, Uraltmagneten, nimm wir mit. Wir starten sonst mit den Standardbällen und Co. Warnung, bei benutzt du die Gestalt, kannst du keine Erfolge oder Obergeddon-Fortschritt erhalten. Das heißt, wir blenden den Obergeddon auch einfach immer aus. Und spielen einfach so. So. Jeder wird denken, das ist nice. Oder extra HP, wir nehmen. Wir nehmen erstmal die HP mit. Wir gönnen uns mal so einen Easy-Start, ja? Und schauen einfach mal, was passiert. So. Wollen wir das mal mit dem Crit? Ja. Das werden wir schon sehen mit dem Crit. Das Ding ist, es ist eh scheißegal, weil wir den Meteoriten haben. So, aber ich kann es euch demonstrieren. Er fällt einfach runter. Hat alle seine Lebensenergie verloren. So, aber da wir eh den Meteoriten haben. Scheißegal, okay, jetzt muss ich auch mal anfangen, sinnvolle Sachen hier zu treffen. Ne? Ihr seht ja, es ist quasi alles verhältnismäßig wie eine Bombe. Es ist kackegal, was wir versuchen, irgendwelche Kombos zu machen oder sonstiges. Es wird eh nicht passieren. Deswegen lasst uns einfach mit etwas Glück hier durchgehen. Das ist einfach nur der Lackband. Warum auch nicht? Und ich dachte mal zur Abwechslung, um das ein bisschen aufzulockern, das Ganze. Erneuerung ist nicht schlecht. Aber nein, wir geben nichts aus. Ich gehe auch extra rechts rum, um mehr Geld zu sammeln, um dann in den Shop zu gehen. Weil wir haben einen Early Shop, also nutzen wir ihn doch aus. So. Ich hab die Hoffnung gehabt, dass durch den Crit, also durch den Meteoriten, irgendwas noch passiert. Aber das Brett ist natürlich hier unser Lieblingsbrett, wo nichts passiert. Na, wenn wir irgendwie eine doofe Ecke. Na, es ist auch fragwürdig, wie sinnvoll es ist, um diese Uhrzeit, 23.50 Uhr, noch ein koffeinhaltiges Getränk zu trinken. Aber ist mir auch irgendwie egal. Oh, gute Orbs, gute Orbs. Hm. Nee. Komm, wir gehen in den Shop. Und hoffen, dass es einfach gut ist. Naja. Keine guten Orbs, kein gutes anderes Zeug, also werfen wir einen Stein weg und gucken einfach mal weiter. Oh. Ich wusste nicht, dass es hier auch ist. Ja gut, sagst du schon mal goodbye zur normalen Navigation? Na, schüttel den Baum. Ich hab ein Ei. Ich muss noch das Ei. Das ist schön. In der zweiten Welt kann man das Ei einem Pac-Man-Koch geben. Und da passieren lustige Dinge. Ich schmeiß es auch, den pack es einfach irgendwo rein. Ich meine, was soll ich sonst machen? Er macht doch eh, was er will. Witzigerweise sehr viel getroffen, sehr wenig Damage dafür gemacht. Und dann kriegt man wohl einen Kuchenartefakt. Weiß nicht, wofür das gut ist, aber hey. Und ein normales Artefakt können wir auch noch irgendwie bekommen bei dem. Für die Spezialrelikte. Da fehlt uns nämlich noch der Salzstreuer. Wie man den bekommt, habe ich schon wieder vergessen. Oh, der hat auch seine ganze Baumskraft verloren dann, ne? Du kritzt den schon gefährlich, ne? Der fährt einfach. Also, der hat ja einfach. Gravitation 500. Wenn er einen Crit trifft. Uff. Ich dachte, der fällt ja quasi nur einmal. Bulldog. Diesen Fels. Natürlich mit. Und wenn wir können, natürlich eine safe Kiste. Ja, klar.
Ja, die haben wir beide schon gesehen. Wir heilen uns einfach mal. Ja, wir erhöhen unsere Heilung so ein bisschen. Wir gehen rechts rum, weil wir können links rum immer noch. Ja, ist ja. Deswegen wollen wir auch nicht unbedingt an der Seite mal rum. Rumdingsen, weil das kompletter Schwachsinn ist. Nice. Interesting. Normalerweise ist das Brett hier der absolute Krebs. Aber mit dem Todesmeteoriten ist das gar nicht mal so bad. Gut, wir fliegen halt überall hin, ja. Schlimm machbar. Das kann man tatsächlich benutzen. Gut, und dann treffen wir irgendwann den Krebs und alles fliegt runter. Dann ist alles für den Arsch. So, habe ich davon schon was mal nicht mitgenommen. Ich nehme mal den Crit-Ball mit und ich nehme das Oblation auch nochmal mit. So. Ups. Einfach nur, um auch mal neue Bälle freizuschalten für unseren, wie heißt es, für unseren benutzerdefinierten Start. Jeder zweite. Ja, wir sehen Gegner sofort einen Schaden. Ja, nehmen wir doch gerne mit dem Mentalmantel. Ja, und deswegen gucken wir mal. Das wird jetzt ein kleineres, shorteres Video. Ich habe nicht so viel Zeit, deswegen dachte ich mir, komm, mach mal was Lustigeres. Dann hast du safe ein Video. Dann können die Leute sich gönnen. Easy. Mehr Crits. Weiter nach rechts. Ist mir auch scheiße. Ja, auf jeden Fall. Also, weil... Das Ding ist, wir haben eh keine Kontrolle über was passiert. Über das, was passiert. Das wird jetzt einfach passieren. Das ist dann. Deswegen sehe ich da auch kein Problem drin, hier einfach irgendwo hinzuschießen und einfach zu hoffen, dass gute Sachen passen. Nur ist dann halt einfach. Ne, das war zum Beispiel ganz okay. Auch wenn es vielleicht nicht so aussah. Aber es war ganz okay. So. Bullyball. Ey, das kann ich leider nicht nachgucken, ne? Was ich schon hatte und was ich nicht hatte. Komm, nimm mal einfach mal den Gummiball. Der ist bestimmt auch lustig. Wir nehmen einfach mal ein paar random Bälle mit. Gönn uns in den Lied. Ja, wir gucken einfach mal. Einfach mal, was passiert. Ein Crit, nicht direkt auf den Crit werfen, damit er noch eine Chance hat, irgendwas Sinnvolles zu machen. Auch hier schon mal Crits abwehren. Und dann einfach hoffen mit dem Bulldog, dass der krassen Shit macht. Macht er auch. Der gönnt sich einmal alles. Ach, ich liebe diesen Modus. Jeder Angriff ist ein kritischer Treffer, verhandelt jeden achten. Okay, aber er hat nicht die, also den Effekt von dem Relikt. Und was machst du? Fügt jeden sich mal. Kann jeden sich mal. Fügt er selbst mal Schaden. 6 nicht machbaren Schaden. Das finde ich gar nicht so ein Ding, um ehrlich zu sein. Lol, aber die Animation ist nice. Heilen wir uns. Überwältigen. 2 weitere Crits. 2 weitere Refreshes. Warum nicht? Wird nochmal lustig dann. Verbessern den Orb. Komm du kannst alle anvisieren. Das hört sich gut an für den nächsten Fight. Ach ja. Bisschen Crits generieren? Eigentlich nicht. Tatsächlich. Ich will ja keine. Shit, der trifft genau den Crit. Hier sind ein bisschen viele Crits auf dem Feld. Ich muss weniger Crits haben. Ich brauche Perks, die mir weniger Crits geben. Ja, der ist sowieso super bouncy. Interesting, ja. I see. So. Das ist doch was Sinnvolles wenigstens. 81 Damage ist auch. Ja. Aber er hätte auch was Sinnvolles treffen können, ne? Was 15 Damage.
Ja, sowas wollte ich doch eher sehen. Da sind die 5 Zelfter mit absolut egal. Weggesniped. Er ist überwältigend, wusste ich. Verliert doch gar nicht schlecht. Ich brauche aber mal so einen Heal-Orb. Irgendwann. Angriffe haben. Ja, nee. Aber das Brett erhält einen Crit weniger. Das will ich auch haben. Weniger Crit. So ein bisschen die schlechten Sachen wieder wegmachen. So, und jetzt will ich jedes Fragezeichen mitnehmen, was ich mitnehmen kann, um vielleicht das Eye-Event zu kriegen. Mit dem müssen wir jetzt aber nicht unnötig rumspielen. Das waren so viele Refreshes, dass das Spiel kurz ausgerastet. Kurz den Ton verloren. Ja, der Flummi ist sowieso komplett am Essen. Bis er dann Crit trifft. Und sich wieder beruhigt. Aber das ist ja bei allen aktuell so. Sobald die einen Crit treffen, beruhigen sie sich halt wieder und dann passieren noch Sachen. Der kommt raus. Wir wollen ja keine extra Crits haben. Ja, ist ja Schwachsinn. Ah ja. Okay, er tötet schon mal einen, ja. Ah, er hat auch aufgehört. Von euch will ich gar nicht. Ich glaube, ich habe. Obwohl, hatte ich den Ordner schon mal mitgenommen? Keine Ahnung, nehmen wir mit. Das wird einfach jetzt ein Trash-Run. Wir nehmen einfach alles mit, was wir finden können. Wo geht's mehr? Fragezeichen. Fragezeichen, 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 Elite, Fragezeichen. Dann gehe ich doch links rum. Ne, wenn ich noch ein Free Elite mitnehmen kann. Warum denn nicht? So, dabei wollte ich den Run gar nicht OP machen, aber der ist trotzdem irgendwie relativ strong geworden. Den wollen wir, wenn es geht, nicht benutzen. Ja, genau das wollte ich. Eskaliert der Junge einfach komplett. Schleimorb. Haben wir schon mal mit dem Schleimorb gespielt? I don't know. Let's take it. Schleims werden sogar beständig. Cool. Cool zu wissen. Wir nehmen mit, was wir kriegen können. Ja, wir haben einfach einen Trash. Ja, komm. Wir haben immer noch 115 HP. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Dass das da hier ist. Da habe ich immer noch 2 Fragezeichen. Ja, das ist gut, weil dann sehen wir, wo wir hinschießen. Für den ersten Pack. Und danach ist eh alles scheißegal. Naja, bitte kein Critball. Also auch wenn der interessant ist, kriegt sich ja eher ein Nachteil für uns. Ne? Schleim ab. Das zieht auf jeden getroffenen Schleim. Packs mit Schleimfedern stark und sind bestimmt. Federn stark, ja super. Das ist genau das, was wir wollen. Ja, genau. Genau so sieht's aus. Ja. Starkes Federn bin ich ein Riesenfan von. Aber wir müssen doch das. Jeder zweite. Das heißt, wenn wir 200 Damage machen, haben wir 400 Dinger in einem Run getroffen. Willst du mich verarschen? Kann doch nicht sein. Mein. Okay. Die Crit. Die Fragezeichen. Ding, ding, ding. Links, rechts, links, rechts. Alter, hab noch nie so einen Bulldog so abgehen sollen. Fallen wir uns doch mal. Dadurch, dass er uns das gewonnen hat, darf er einfach nochmal mitmachen. Ja, hier kann ich eh nichts anderes machen. Hier ist viel zu viel Shit. Ich muss irgendwo hin. In der Hoffnung, dass was Sinnvolles passiert. Das ist praktisch jetzt jede Runde. Ich gehe einfach irgendwo hin, hoffe, dass was passiert. Und dann. Wir haben auch übrigens zum Zeitpunkt dieser Aufnahme unsere 190 Abonnenten gekannt. Was ganz nett ist, nicht YouTube. Würde es doch hier nebenbei aufmachen. Hier muss ich werfen, damit ich das. Ne? Das Ei nicht wegwerfen muss. Guck nochmal. Irgendwie läuft das gerade nicht. Ich fall hier immer in irgendwelche Sachen rein, in die ich nicht reinfallen will.
Ne, was ganz nice ist. Das ultimative Ziel sind natürlich viele Abonnenten und viele Views. Ne, ich weiß, das ist eine sehr präzise Zahl. Supermasso. Ne, wir müssen uns heilen. Wir nehmen keine random Ausnahme mit. Oh, ich hab schon geworfen. Ich hab Leertaste und Dings gleichzeitig gedrückt. Ah ja. Ja, genau, da wollte ich auch hin. Alles cool. Eigentlich nicht. Okay. Mehr Brillig-Belohnung am Ende. Take those. Nicht der Päcklin kochen. Ein Obkant weg. Schade, ich hätte gerne den Päcklin kochen gehabt. Um die Quest irgendwann mal abzuschließen, die ich hier ja habe, mit dem Ei. Das heißt aber, das Ei können wir auch gleich wegwerfen. Oder kriegt man irgendwie eine Tiefe, wenn man das bis zum Ende durchnimmt? Ich weiß es tatsächlich nicht. Wow. Auf jeden Fall ein interessanter Wurf. So, ich will wieder zu den spaßigen Orbs kommen. Genau, unsere Fortskampagne läuft auch so langsam an. Stacklands wird's auch noch. Ja, mindestens 2 bis 3 Folgen. Ich weiß nicht, ob Stacklands morgen kommt. Ich hab's eigentlich geplant gehabt, aber Stacklands braucht man ein bisschen länger zum Aufnehmen und Schneiden. Jetzt nicht wirklich lange, aber es ist mehr Aufwand als ein Startstaub-Packlin-Garbage-lustiges Haha-Video zu machen. Und genauso wird das Video auch in dem mein Video-Editor heißt. Ja, wir heilen uns. Ich glaube, die Orbs habe ich alle schon mal mitgenommen. Noch mal ein bisschen Geld, bevor du noch in den Shop fährst. Ja, genau so. Ja. Uff. Da bist nicht eh irgendwo ein Loch drin, das komme ich ja eh nicht durch. So. Wir verlieren immer ein bisschen ab hier, aber wir können ja uns noch mal wieder hoch. Ich sehe da absolut kein Problem. Blipsorb. Blipsorb. Sehr nett. Und das hier müsste jetzt eine Dominierung werden. Ne, wir wollen im Bestfall keine Crits treffen. Weil dann passiert das. Aber wir fallen natürlich runter und machen aus dem Doppel-Damage. Und dann gehen wir nochmal rein. Also wir wollen schon Crit treffen, aber vielleicht am Ende eines Balls. Vielleicht am Ende. So, Oblation. Der Junge, der muss jetzt einfach nur eskalieren. Der hat ein gutes Scaling. Er trifft gute Sachen. So, wenn er jetzt auch mal hier unten drin bleibt, dass wir wirklich mal Damage kriegen können. Oder Damage rausdrücken können. Dann wäre das sogar noch geiler. Ja, so langsam fängt er an. Aufzuräumen. Ja, wunderbar. Auch wenn er nur einen 0,5er trifft, ist es immer noch viel Damage. Irgendwas mit Echo wäre noch richtig nice. Aber egal. Ja, heute ist auch so ein Tag, ich habe Sport gemacht, ich habe mir ein Kilo Lasagne reingedrückt danach. Ja, und nehme es Pack. Also von daher, gut. Ich trinke auch um 12:30 morgens. Einfach weggesniped. Mal Tropfstab, nice. Ich trinke auch um 12:30 morgens nochmal Energy Drink, warum auch nicht. Zwei zufällige Leute, ob. Doppel-Explosionskraft. We take it. Nicht, dass ich denke, dass da noch irgendwas passiert, aber. Aber hey. So, ihr könnt natürlich auch gerne, wenn ihr sagt, ihr habt Bock auf ein Game, das einfach mal vorschlagen. Ich bin ja generell allem offen. Und würde auch mal rumprobieren und, ne? Aber dazu brauche ich halt die Info, wo drauf ihr Bock habt. Ne, das ist natürlich super wichtig. Aber was ist denn das hier jetzt beim Damage? Ich habe einen Meteorit gekauft, damit ihr auch Meteorit-Sachen merkt. Ja, so habe ich mir das schon eher vorgestellt.
weiß gar nicht. Werfen wir das Kackei weg. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht, wenn er 1, 2, 3... Er kriegt irgendwie extra Speed dadurch, habe ich das Gefühl. Nee, er geht gar nicht runter, der Meteorit. Der Doktor. Wunderbar, we like it. Und wir gehen weiter. Nun, das, ich sag mal... Es ist ja auch jetzt ein Neujahr. Auch schon ein paar Tage her, aber... Im Neujahr hat man ja immer so gute Vorsätze. Oder Ziele. Ich habe mehrere Ziele und Vorsätze, natürlich. Die aber euch nicht interessieren haben. Aber eins davon könnte doch irgendeine interessante Zahl bei YouTube. 1000 ist ambitioniert. Ich glaube, ein Schwertball hatte ich noch nie mitgenommen. Meine Spezialeffekte. Ist natürlich ambitioniert, aber ich denke, das ist auch nicht unmöglich. Na, deswegen... Lass das mal die 1000 sein. Das wäre ganz nett, weil die 1000 ist so eine nette Nummer. Da hat man dann am Ende ein... Kann man monetarisieren. Nicht, dass man viel Geld bekommt mit 1000 Abonnenten. Aber man hat potenziell die Möglichkeit, minimal Geld zu machen. Mit dem man auch sich neue Spiele oder so. Nicht, dass ich arm bin und sowas bräuchte. Aber es wäre ja eine Option. Oder in irgendwas anderes investieren. Ne, weil auch, wenn man Geld verdient, hat man ja nicht immer unendlich viel Geld übrig, um es in YouTube zu investieren. Ja, das versteht er ja auch. Ne, wir haben... Es wurde ja schon immer mal wieder was investiert. Aber jetzt auch nicht unendlich viel. Ja, deswegen natürlich ein guter Rechner, aber den hätte ich mir ja privat eh gekauft. So, jetzt brauche ich jemanden hier. Ja, natürlich, warum spiele ich das? Das hätte ich kommen sehen. Und, wenn ich einen Crit treffe, fliegt noch nur einer runter. Von euch will ich nichts. Ich heile mich, ich rüste was auf. Und weiter geht's. Ja, Fragezeichen sind immer lustig. Auf da. Nee, die Feuerbälle wollen wir nicht. Shop können wir uns auch eigentlich abschminken. Da geht es eh in den Shop. Na? Also klar. Es war so klar. Ich kann nicht mehr Sachen navigieren. Der ist ja komplett useless, der kritische Meteorit, weil er nie feuert. Weil der uralte Meteorit alles macht. Aber... Besser mal ein Orb hier. Besserer Doc-Orb. Let's go. Ja, mehr Damage. Können wir mal hier irgendwie zu dem... Doktor ist noch nicht weit weg. Das ist nicht mehr. Das haben wir jetzt. Ja, der Multiplayer wird schon aktiviert, während unser Ball noch fliegt. Ja, es war sehr viel. Leider habe ich nicht gesehen, wie viel das war. Aber wir waren über 25.000. So viel sei gesagt. Komm, smiten wir den nochmal weg. Elektromagnet könnte tatsächlich lustig werden. Könnte lustig werden mit dem Meteoriten zusammen. So, und hier fände ich es auch ganz nett, wenn wir mit dem Bulldorb einfach ganz viel Welt bieten können. Nee, können wir nicht. Der hier wird ja ganz lustig sein jetzt. Der versucht irgendwie Bomben zu treffen, aber auch nicht. Der ist gar nicht so lustig gewesen wie... Da bin ich... Ehrlich, das ging schnell. Das ging auch wieder schnell. Ja, also wenn wir will, können wir gut Kritz treffen. Ich wollte die Bombe aber auch echt nicht nehmen gerade, ne?
Ja, dann, Matroschka trifft irgendwas. Das waren jetzt 300 Damage. Verbessern wir weiterhin einfach Random Orbs. Healen können wir uns selber. Das ist kein Ding. Das haben wir ja schon gelernt. Wir sind ja schon groß und stark. Und da ist auch schon unser Hero. Hat er überlebt, der Junge? Ich glaube, es hat. Ja, reicht dann auch ein Heal, aber wir können ja nochmal machen. In der Population, damit wir gleich schneller mal Druck da haben. Der kriegt aber gar keinen Damage davon. Von der Hand Gottes. 2000 irgendwas. Ja, sehen wir jetzt eh nicht. Der Orb ist noch ganz gut. Und der Orb ist ganz gut. Warte, es ist zweimal der gleiche Orb. Aber wir verbessern einfach Sachen. Das ist halt... Sowas nennt man auch Broken Run. Oh, ich spiele unten. Weiß nicht, ob das so gut ist. Eins meiner Hassmaps natürlich. Ihr seht wahrscheinlich warum. Und der Junge macht auch nicht wenig Damage. Ja, 200 Damage, das spielt mir so ein bisschen in die Karten. Aber hier muss mehr rein. Hier muss mehr kommen. Zeit für unsere Geheimwaffe. Möglichst hochschießen. Und dann hoffen, dass sie irgendwas Sinnvolles macht. War das sinnvoll? 200 Damage. Ja. Ganz okay. Ganz okay. Ja, den hätten wir deutlich früher haben müssen. Wir verbessern einfach weiter in Orbs. Teilen wir uns? Nee. Was sehen meine Augen denn da? Ein Echo? Ein Echo ist doch super. Guck mal. Was ist das denn hier? Ja, ich weiß, ich muss mich eigentlich heilen. Aber Leute, ist irgendwo im Nirvana der Orb zum Heilen. Kann ich jetzt auch nichts gegen machen. Also, tut mir ja leid, der ist da ganz unten. Ja, ich glaube, ich will dann doch nach dieser Runde einmal normal heilen. Ich habe da so das Bedürfnis nach. Ja, wird schon ganz eng hier unten. Einmal normal heilen. Ja, weil hier haben wir auch schon den Boss. Ich meine, wenn wir recht gut treffen. Mit einem recht guten Orb am Anfang. Da sehe ich absolut kein Problem da drin. Alter, ich habe 30 mal halbiert. Wie viel Damage kommt am Ende nur noch bei rum? 78. Ja, so viel zu mit einem guten Schuss. Der war nicht wirklich viel besser. Aber wir haben ihn für 500 rausgeschlagen. Halte ich noch einen aus? Weiß ich gar nicht. Ich spiele safe und gehe mir direkt den. Spielball. Mit Echo. So, wenn ich auch mal den Refresh kriegen würde, wäre das richtig. Ja, warum? Ich muss aber auch immer die Fick Halbierboys treffen, ne? Schon wieder. Er kann nur die Halbierer treffen. Ich habe beide Heals weggeschmissen. Bereits. Und er trifft immer in die Dinger, wo es halbiert wird. Jetzt auch! Jetzt ist das Halbierding nicht rechts. Es ist in der Mitte. Lass mal in die Mitte gehen. Was soll denn das? Also wie krass man den Run noch wegschmeißen kann.
Ich meine, ich habe es hauptsächlich für neue Orbs und Relikte gemacht. Ja. Aber ich hätte schon gerne gewonnen. Damit ich mein super totes Special Relic hab. Gut, dann mache ich das privat nochmal. Heißt, Boss-Relikte müssen wir noch zwei mitnehmen. Okay, okay. Seltene Relikte brauchen wir noch eins. Und hier sind auch die ich halt oft nicht mitnehme, weil die halt oft scheiße sind. Oder ich die oft nicht mag. Mir fehlt jetzt nur noch die random Glocke. Die habe ich sogar im Run eben gehabt. Aber war doch ein lustiger. War ein etwas lustiger Run, oder? Muss man schon sagen. Nicht so viel Skill wie sonst, aber wenn wir ehrlich, wir haben sonst auch nichts. Haut da rein. Bye bye.